Okay, und jetzt sind wir hier beim neuen iPod Touch. Ich habe den hier mit einer Handstraffe, mit dem Loop jetzt drauf. Kann jetzt so einhängen natürlich. Hab hier, ihr seht diese neue, die rote Rückseite. Hier unten ist der, eben der Halteknopf, immer optional die Schlaufe einhängen kann. Wenn ich die nicht brauche, drücke ich den Knopf hier rein. Oben Kamera, Antenne. Auch wieder extrem dünn, wie vorhin schon bei den anderen Geräten bemerkt. Und sehr schön natürlich mit dem großen Bildschirm. Das haben wir beim iPhone schon getestet. Ich komme eigentlich an jeden Punkt von dem Bildschirm gut hin. Ich muss sagen, natürlich, ich bin das kleinere Display gewohnt, muss hier noch ein bisschen den Daumen strecken, aber ich denke nicht, dass es ein Problem wäre, sondern eher eine Gewohnheitssache. Liegt sehr schön in der Hand. Was vielleicht hier auffällt, ist, dass da nur die Rückseite jetzt Metall und gefärbt ist und hier vorne die weiße Front abgesetzt. Finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Müssen wir mal schauen, wie es in ein paar Wochen aussieht. Aber so viel zum neuen iPod Touch. Wir gucken mal die anderen Farben an. Einmal kurz die Front entlang gefahren. Wir haben hier lauter weiße eben mit den farbigen Rückseiten und dann noch das schwarze Modell. Wenn ich es von hinten angucke, mir gefällt spontan der schwarze natürlich am besten in Mattschwarz. Und wir gucken, dass wir ein bisschen besseres Licht kriegen. Mattschwarz hinten, das Apple-Logo sieht man kaum, sieht aber echt super schick aus. Und dann eben Silber, Blau, das Gelb, grünliches Gelb und das Rot, das wir schon hatten. Soviel zum iPod Touch. Was gibt's noch?